meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer gemeinsamen Me-Time. Und wenn ihr wissen wollt, worum es heute in diesem Video geht, dann holt sich was zu essen, Kaffee, Keks, wie auch immer. Und wir starten auch gleich. Es handelt sich ja um die Glossy Box von Februar 2021. Sie ist natürlich wie immer spät. Es existieren schon zig Millionen Videos, aber ich öffne jetzt mit euch zusammen das gute Stück. Es gibt ja bei der Glossy Box mehrere Varianten. Und ich bin jetzt mal gespannt, welche Variante ich natürlich habe. Wie gesagt, ich kenne auch schon ein paar Videos, man lässt sich ja immer wieder spoilern. Aber mir geht es eigentlich hauptsächlich um die Umverpackung von der Glossy Box, weil die ist diesmal so richtig schön, wirklich richtig schön. Wir haben wieder Flyer drin, das schaue ich mir gleich an. Aber schaut doch mal einfach mal diese Verpackung an. Es sieht aus wie so eine Audiokassette von früher. Ich bin ja auch und ich kenne das auch noch, dass man mit dem Bleistift so lange gedreht hat, bis sozusagen dieser Faden wieder in der Spule war. Hat mich Nerven gekostet. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch schon mit 11 mein erstes graues Haar bekommen. Also von dem her eine wundervolle Box. Die Glossy Box ist ja eine Abo-Box. Ist ja eine Abo-Box für 15 Euro. Also ich zahle 15 Euro. Je nachdem, was für ein Abo man wählt, hat man auch eine andere Zahlungsgeschichte, also höher oder niedriger. Ich muss gerade wieder gucken, mein Kater frisst wieder Sachen, die er eigentlich nicht essen sollte. Und ich glaube, ich stoppe mal. Er hat überall seine Pflanzen stehen, die er fressen kann. Was frisst er? Pflanzen, die er nicht fressen soll, auch wenn sie nicht giftig sind. Also kommen wir nochmal zu der Glossy Box. Die hat ja das Thema Sing, Dance, Love, Repeat, Mixtape. Und ich finde die Box echt wirklich schön. Ich weiß, die Box geht auf jeden Fall weiter an eine Freundin, beziehungsweise ihre Tochter, aber ich finde die grundsätzlich nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal wieder, was für Flyer dabei sind. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren vielleicht den Flyer mal zweimal benutzt. Wieder der von HelloFresh. Dann haben wir von Freddy's Flower, die habe ich auch im Abo. Und dann habe ich von Foodspring, ja, das ist so ein Abnehmzeug. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Ich werde euch immer alle Gutscheine, die in den Boxen so sind, einfach unten in die Infobox verlinken oder nein schreiben. Wer da Interesse hat, kann da natürlich gerne nein schauen. Da sind ja die Geschmäcker auch unterschiedlich. Aber ich muss sagen, die Box ist wirklich richtig toll. Das ist der erste Blick in die Box und ich muss sagen, rosa Band. Ich mag ja kein Rosa. Wir haben immer ein sogenanntes Heftchen, wo die Produkte drinstehen. Da schauen wir nachher gleich mal rein. Und auch das Seidenpapier ist diesmal farblich gestaltet. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ich finde, dass die auch so ähnlich wie die My Little Box manchmal in diesen speziellen Editions wirklich auch viel Liebe zum Detail an den Tag legen. Und das sieht man dann halt einfach auch. So, okay. Das ist der erste Blick und ich sehe schon was, wo ich schon habe und mir dachte, ja okay, und zwar von Botanicals, das Argan und Safflorblüte, okay, ich habe gedacht Safran, das ist eine Spülung. Ich habe von Botanicals tatsächlich auch eine andere Spülung, nämlich das Lilan, und ich habe es tatsächlich noch nicht verwendet. Riecht aber gut, ich mag die Shampoos sehr gerne, am liebsten das mit Ingwer, das Grüne. Wie gesagt, ich bin da einfach noch nicht dazu gekommen. Irgendwie greife ich da nicht so dazu. Ich weiß nicht warum, weil wie gesagt, die Shampoos mag ich schon sehr gerne. Ich schaue jetzt einfach gleich mal in die Box, was das kostet. Also meine Box sieht irgendwie sehr leer aus, muss ich sagen. Es gibt ja bei diesem Heftchen immer auf den ersten Seiten sozusagen eine Mitteilung, was jeder in der Box hat. Und in den folgenden Seiten, meistens bei den letzten zwei Produkten, wir haben ja immer 5 Produkte drin, plus Goodie vielleicht mal, ist immer variabel. Ich weiß gar nicht, wo das steht, welche Variante ich habe. Ob das in dem Heftchen steht, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich schaue jetzt mal, was das Botanicals kostet. Und zwar, ja, wenn ich es denn finde, ihr habt ja Zeit, gell? Weil, wenn ich das jetzt richtig sehe, stand da jetzt eigentlich, gab es da von Garnier etwas, das ist aber nicht von Garnier, ach da hinten, und zwar hätte man die drei Varianten bekommen können, wie gesagt, das Grüne kenne ich schon, da gibt es auch ein Lilanes, das weiß ich, das habe ich nämlich, warum das jetzt hier nicht dabei ist, weiß ich eben nicht, kostet 6,25 Euro, okay, gut,
könnte ich eine Hausnummer für 6,25 Euro, würde mir das auch nicht kaufen. Aber wie gesagt, die Shampoos sind auch nicht so günstig. Aber die liebe ich. Also die finde ich wirklich gut. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Aber ich, wie gesagt, nur das Grüne. Dann haben wir drin, und zwar von NAE, eine Nachtcreme. Nachtcreme finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, gerade derzeit nur eine Maske für die Nacht. Schaut mal, so ist die Verpackung. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Die Firma kenne ich schon und ich hatte da schon auch Produkte von. Schauen wir mal, was das kostet. Vegan, schlag mich tot mit Lavendel-Extrakt. Ich liebe Lavende und Sonnenblumenöl. Also das finde ich richtig toll. Finde ich ein tolles Produkt. Soll kosten. Also da wären auch wieder drei verschiedene drin gewesen. Entweder als Tagescreme, noch eine weitere Tagescreme und die Nachtcreme. Und die Nachtcreme kostet 8,99 Euro. Okay, gut. Eine nährende Nachtcreme. Morgens und abends aufs gereinigte Gesicht. Also im Endeffekt, wie man eine Creme verwendet. Genau, dann haben wir Produkt Nummer 2. Dann haben wir ein Produkt, was jeder in der Box hatte. Das habe ich am Anfang schon gesehen. Und zwar von Manacala Beauty. Eine Mascara. Die finde ich sehr spannend, weil die vorne so einen anderen Puschel hat. Und bei mir gehen sowieso gerade die Mascaren ein bisschen leer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von Manaka da, die Produkte sind wirklich sehr schön, muss ich sagen. Riecht ein bisschen komisch, aber schaut euch mal das Bürstchen an. Das hat so einen ganz anderen, weiß gar nicht, also ganz vorne kann man wahrscheinlich gar nicht so ans Auge ran, weil das so dick ist. Aber wie gesagt, die Produkte von Manaka da mag ich eigentlich sehr gern. Flatter Mascara in schwarz. Jetzt schauen wir mal, ob das ob da irgendeine Notiz ist von wegen wasserfest. Verlängert die Härchen optisch. Aber da steht jetzt nichts von wegen wasserfest. Aber das spielt für mich jetzt keine Rolle. Die teste ich auf jeden Fall sehr gern. Warum man jetzt da noch eine Umverpackung haben muss, so verstehe ich zwar auch nicht. Aber das ist egal. Das wäre jetzt Produkt Nummer 3. Und dann haben wir, ach okay, es hat sich was versteckt, weil da bin ich jetzt wirklich sehr drauf gespannt. Ich brauche es persönlich ehrlich gesagt nicht so gerne oder habe es nicht so gerne, und zwar von Avant. Und ihr wisst, Avant-Produkte, teuer, teuer, teuer. Und zwar ist es ein Originalprodukt. Und stoppt jetzt mal das Video und schreibt mal unten rein, was ihr meint, was das kostet. Also es ist ein Peeling. Das ist ja im Endeffekt nur so ein paar Körnerchen mit Zucker und Öl und Zeug und Kram. Das kostet, das ist 10 Milliliter, also eigentlich eine kleine Größe finde ich super. 64 Euro, das ist meine Hausnummer. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so der Lip Scrub Fan, muss ich sagen. Riecht jetzt mal auf Anhieb nix. Aber wer bitteschön kauft sich das für 64 Euro? Also... ich teste es wirklich sehr gern. Wie gesagt, bin ich so der Lip Scrub Fan, aber für 64 Euro haben wir das mal auf die Lippen und schauen mal, ob sich 64 Euro auf den Lippen dann auch bezahlt machen. Ja, ich freue mich über das Produkt. Also Avant-Produkte sind wirklich toll, bis auf eine Creme, die hatte ich mal, die war irgendwie nichts, da war die Nivea-Creme besser. Aber ich muss sagen, ansonsten finde ich die Produkte wirklich gut, aber 64 Euro, schaut mal, das ist echt kein Blödsinn. Also das finde ich schon... also ich finde, man sollte auch manchmal die Küche im Dorf lassen. Also da so gute Inhaltsstoffe hin oder her. Also ganz ehrlich, da kann man das Geld auch für was anderes verwenden. Und jetzt kommt auch tatsächlich das letzte Produkt, wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich das bei einigen schon gesehen habe. Und zwar ist es im Endeffekt so ein Stein. Das heißt Rose Gua Sha Beauty Tool. Kostet 10 Euro. Verwende ich das nicht so gern, sowas. Und zwar soll das ein Rosenquarzstein sein, den du sozusagen um deine Lymphgeschichten, also aus dem Gesicht so ein bisschen Wasser halt wegschieben, sage ich immer. Es ist Plastik für 10 Euro. Das würde ja im 1-Euro-Shop würde ich das verkaufen, wenn ich es verkaufen würde. Wahrscheinlich kriegt man es auch. Ich persönlich nutze sowas auch nicht. Mir ist ja auch der Jade-Roller, den habe ich gerne benutzt, aber... wenn ich das nicht wirklich permanent benutze, dann kommt das bei mir irgendwo in die Schublade und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Und das wäre bei dem auch. Wie gesagt, ich tue das einfach mal bei euch in eine Verlosungskiste mit rein. Also ganz ehrlich, gut 10 Euro hin oder her. Ich hätte das jetzt nicht gebraucht.
Ja, nein, da freue ich mich jetzt auch nicht drüber. Sicherlich wird sich der ein oder andere drüber freuen, wenn man das auch nutzt. Also alles gut, jammern auf hohem Niveau. Was sage ich zu der Box? Ich finde die Produkte toll. Wie gesagt, außer dieses Rosenteil, was eigentlich Plastik ist, finde ich sie top. Es sind alles Produkte, die ich verwende und gerne verwende, bis auf das Lip Scrub. Jetzt schauen wir gleich mal, was im nächsten Monat kommt. Und zwar im März die Pretty Pleasure Edition. Mhm. Kleiner Bummel durch die Stadt, frischer Blumenstrauß, bla 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 bla. Okay, also jetzt mal nichts nichts Wichtiges auf den ersten Blick. Also, kommen wir nochmal auf die Box zu sprechen. Also, nachdem ich ja halt dieses Thema gesehen habe mit diesem Sing, Dance, Love, Repeat, habe ich eigentlich gedacht, 90er Musik, bunte Farben, was weiß ich, Lidschatten, total knall, pink, vielleicht den Nagellack. Ich glaube, Nagellack war ja, glaube ich, auch drin. Schaue jetzt gerade mal nein. Bin ich aber jetzt nicht böse, dass da keine Nagellacke drin sind. Genau, da hättest du die Nagellacke noch kriegen können. Das wäre jetzt, die Farben habe ich alle daheim und das sind auch nur kleine Größen. Ja, irgendwie habe ich mir so ein bisschen mehr Pfiff erwartet. Also irgendwas Knalliges, was Buntes, wo man sagt, yeah, das war in den 90ern auch in. Oder da gibt es ja oftmals Produkte, die damals in waren. Und oder irgendein Parfum, was so total kitschig bunt ist oder irgendwas, keine Ahnung, habe ich mir halt vorgestellt. Also anhand dieser Außenverpackung. Wie gesagt, ich bin mit den Produkten wirklich zufrieden. Aber ich verstehe jetzt diesen Swing zu diesem Love, Sing, Love, Repeat überhaupt nicht. Also schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, seht ihr das auch so oder, also keine Ahnung. Wie gesagt, wir jammern jetzt mal hier nicht mehr rum. Ich finde die Box toll und wie gesagt, somit kommt ja wieder ein Produkt in die Verlosungskiste. Das ist ja nicht schlimm. Also dann habt ihr ja auch mal wieder was davon. Demzufolge würde ich mich gerne über ein Abo freuen, wer noch nicht Abonnent meines Kanals ist, weil ich habe gesehen, wir haben jetzt immer noch 50%, die zwar meine Videos schauen, aber kein Abo dagelassen haben. Ihr könnt ja das Abo dalassen und ohne Erinnerung, dann schaut ihr halt einfach, wenn ihr Lust und Laune habt. Ja, also wie gesagt, das war mein Video zur Glossybox. Ich bin zwar froh, dass sie da ist, aber nicht wirklich. Yeah, ich würde sagen, wir schauen einfach zum nächsten Video. Das drehe ich nämlich jetzt auch gleich ab. Da kommt die Look Fantastic Box und das kommt halt dann 2 Tage später. Demzufolge wünsche ich euch erstmal einen schönen Nachmittag. Liebe Grüße, bleibt gesund, eure Heike.